Hallo und herzlich willkommen zu World of Warships. Ich bin überhaupt nicht verspätet oder so mit diesem, mit dieser Aufnahme. Mit dabei, wie immer, der Meister Gaming HD. Hallo. Das geht besser. Hallo! Okay, das davor hat mir besser gefallen. Jetzt hast du dich mehr so angehört wie so ein 8-jähriges Kind bei Garry's Mod, was sich so denkt: Digga, ich bin erwachsen und so. Digga, ich bin so erwachsen, meine Eltern waren bei meiner Geburt nicht dabei. Alter. Krasser Typ, ne? Jetzt chill mal den Live hier. Ich trinke. Ich hab jetzt auch den Seelöwen freigeschaltet gestern. Als wir das mal ausprobiert haben. Ich meine, wir spielen das natürlich blind hier. Quatsch, ich hab ja nur nicht schon 3 U-Boote in meinem Hafen zu stehen, ne? Ich hab nur 2 hier stehen. Nein, aber ich spiele jetzt mit der Barracuda, weil ich mach die Maracuja-Papaya. Mag ich mehr. Und nach dem Video gibt's noch 5 Cases zu öffnen, höchstwahrscheinlich 6. Ich nehme jetzt mal dieses, Zipper. Zipper-U-Boot, genau. Nicht Admiral Hipper, sondern Admiral Zipper. So, Schrecken aus der Tiefe. Ah, wir sind ja nur nicht schon verspätet, ne? Überhaupt nicht verspätet. Wir haben es, glaube ich, sogar schon den 2. November. Ja. Also geht bitte, wenn ihr das seht, bestimmt 3. November oder so, oder 4., was weiß ich was. Geht raus und holt euch Süßigkeiten. Oh, ich bin ja schön rosa. Scheiß PC, Alter. Warum bist du rosa? Bei mir bist du nicht rosa. Ich bin rosa eigentlich. Für 2 Matches noch. Weil wir Division sind. Nein, ich bin rosa, weil... Warte, was? Mein PC abgestürzt ist. Weißt du doch. Ich hab nur Gefriertorpedos. Was ist das für ein Schrott? Was? Was ist das für ein Müll? Naja, die machen rosa. Zum Glück auch Schaden. Haha, Pinky. Ich hau dir gleich eine. Ich komm da gleich rüber. Oh, komm, Alter, jetzt hab dich mal nicht so. Ich war selber mal Pinky mit meiner Dan. Danae. Oder Danny. Wenn du Englisch machst. Oh ja, oh ja. Akasa. Was hab ich denn hier für einen roten Schwarz? So. Die Gaza. Abtauchen. Einmal abtauchen. Ah! Junge, Alter, ist das Ding wendig. Und ich fühle mich irgendwie so wie so einer Bismarck hier. Hi, hi, Akata, Akata! So, lad mal schneller, Torpedo. Gorayachi! Wer schmeißt denn hier schon Torpedos an mir vorbei? Ich nicht, das war das andere Zipper-U-Boot, was anscheinend AFK ist. Was? Jetzt schon kritisches Sauerstoffniveau? Alter, was ist das denn? Junge, ich hasse dieses U-Boot jetzt schon. Ui, ui, Torpedos. Gerade so gedutscht. Und ich habe mich doppelt bei dir. Kabum. Barracuda geht rein. Kannst auf den hinteren schießen, ich schieße jetzt auf den vorderen. Hallo, Tsikasa. Oh scheiße, das Katapult hat mich im Visier. So. Der erste trifft hundertprozentig. Oh, Kakao, und wieder abtauchen. Oh. Da schießen die Secondaries. Oh, Alter. Aber ich muss jetzt nochmal sagen, ich finde die Grafiken für Unterwasser sind richtig gut. Nicht? Ja, das sind sie auf jeden Fall. Okay, okay, ich muss... Oh, ich muss an dir vorbei. Hallo, guten Tag, wie geht's uns denn so? Oh, Torpedo! Sorry, man! Ja, Alter, ich hab mal was getroffen! Ey... Okay, nein, das schau ich nicht. Geh nach rechts, nach rechts, nach rechts! Junge, was hat denn das Ding für'n Sauerstoff nur? Das ist ja übelst... Wie viele Sekunden hast du denn? Was? Wie viele Sekunden hast du denn? Warte. 49! 49, nun ja. Ich kann auf Stufe 1 eine Minute, okay, ich kann eine Minute länger. Das ist traurig.
Okay, Secondary, es reicht. Aber gut, ich glaube, das Ding ist einfach nur zur Aufklärung. Heißt ja Super U-Boot. Genau. Einmal bitte abtauchen, Captain. Warum schießt denn das Katapult nicht? Aber weil du zu nah dran bist. Kann auch sein, dass du einfach zu nah dran bist, ja. Da ist noch was gespawnt, Alter. Alle meine Torpedos hinternehmen. Was? Ja, schieß niemals auf graue Linie ab. Das sage ich dazu. Und dabei tue ich es jetzt noch. Immer ein bisschen versetzt. Hallo, Scarab. Nächster, mein Torpedo trifft. Nicht deiner, meiner trifft, nicht deiner. Oh fuck, dein Torpedo trifft. Das ist nicht mal mein Torpedo, aber gut. Na, mit deiner meinte ich, je nachdem auf die Situation, auch ihn, den wir da haben. Wark ist aber meiner. Wark? Guten Tag. Stimmt ja, ist ja eine Bismarck, ne? Das ist eine Bismarck. Hehehe, deutscher Rumpfstahl. Jetzt muss ich wieder Merkel-Bild einblenden, die zurücktretet. Okay, das war der Bot. Von dem letzten Video. Fragt einfach. Was? Was? Die lebt noch. Na klar. Es ist eine Bismarck. Was da wartest du? Trotzdem! Die Japaner haben die Torpedo, Dings da. Oh, ein Leviathan. Dann gehe ich lieber auf den. Ich habe meinen Damage bei der Waage gemacht. Und ich habe sie mit der Secondary in Brand gesteckt. Also die Bots schaffen uns ja uns nicht wirklich mit deren Hauptartillerie zu treffen. Nee, deswegen... aber die Katapulte oder so, die sind gefährlich. Wenn die treffen, tut's weh. Aber richtig. Ich glaube, wenn die U-Boote wirklich ins normale Multiplayer kommen und die von einem Profispieler gesteuert werden, dann viel Spaß, den zu treffen. Oh, da ist ja noch ein Leviathan. Was war Leviathan nochmal für ein Schiff? Ich möchte... Angelrudanlage getroffen. Ich habe es mir mal angeguckt, das sah aus wie eine Norca oder eine Alabama. Norca oder Alabama? Ich weiß es aber nicht genau. Ui. Peng. Peng. Einmal bitte eindrehen. Danke. Oh, Katapult. Das war knapp. Alter, ich wurde unter Wasser getroffen. Meine Fresse. Ich schätze mich dabei gerade noch glücklich. So, einmal bitte auftauchen. Ich hoffe, ich treffe ihn noch. Bevor er stirbt. Ja, gut. Ich habe ihn mit Brand getötet. So. Hui. Boah, Alter, was ich auf mich flieg! Vorsicht, Junge, ich will Top schmeißen! Wo denn? Oi. Oi, der verfolgt mich, der ist hungrig, der Boy. Okay. Boah, grad so an mir vorbei, ey. So. Erster, trifft. Zweiter, komm, der trifft auch. Ja, der dritte da, ja, schön. Deiner trifft. Und der secured sich den Kill. Nein! Nein! Oh, schade. Ich dachte, ich töte ihn mit dem Feuer, aber nein, du tötest ihn mit Wassereinbruch. Junge, ich muss auch irgendwie zu meinem Damage kommen. Ich hab nur Gefriertorpedos und keine Sprengtorpedos. Wie viel Damage hast du überhaupt schon mit deinen Gefriertops gemacht? 46.000.
Okay, ich sollte dir wirklich mal was lassen. Ich habe 234.000 Damage schon gemacht. Auf den Leviathan zu steuern! Volle Kraft voraus! Wollen wir wieder 5 Sterne machen? Peng. Bist du irgendwie langsam oder so? Nee. Dann komm mal an die Front, dann machst du ein bisschen Schaden. Ui! Das war eine Balliste bestimmt. Ach stimmt ja, ich könnte ja auch mal die Unterwassergrafiken zeigen, ne? Ja, habe ich schon gezeigt. Ja, auf jeden Fall richtig geil, ne? Also die Grafiken von... Weißt du, die Unterwassergrafiken an sich, die werden bestimmt im normalen Multiplayer nicht unbedingt so geil sein. Aber von der Halloween-Map, das Grüne, das sieht geil. Hier sollte eigentlich auch noch irgendein Unterwasservieh oder so umher schwimmen. Oh, wenn das stimmt, dann sollte ich mal gleich vielleicht abtauchen, gucken, ob ich's finde. Oh, Rasputin. Rasputine ist da. Okay, runter. Soll ich schon mal auf Rasputin gehen? Oder wollen wir unbedingt 5 Sterne? Unbedingt 5 Sterne, Alter. Warum? Ah, natürlich. Aber das... Ja. Dass ich die nicht mehr sehe, kurz bevor ich... Ja. Ganz unten bin. Ist auch balanced. Hoi. Aber diese Burg haben wir noch nicht aufgeklärt, ne? Die Burg, nö. Oi, Kurva! Was? Nö, dich treffe ich mit dem Gefriertorb. Und jetzt stirbst du, bitte. Danke. Der hat mich beinahe gerammt. Okay, runter. Junge, wo ist denn dieses Vieh, Alter? Da muss ich leider hochkommen. Oh, Kurva! Oh, du frisst aber ganz schön, mein Freund. Ja, ich bin 2 Kilometer von Rasputin entfernt, danke der Nachfrage. Aua. So, Rasputin, der frisst jetzt hier ein paar. Und ich habe nur noch 30 Sekunden unter Wasser, ich will jetzt nicht YOLOn. Ne? Aber ich hole mir erstmal die Oktopus. Kritische Tauschung. Ui! Ui, Kurva, runter, da kommt der Torpedos! Runter! Oh! Okay, das geht. Das finde ich geil, dass du den da drunter sogar herschwimmen kannst. Ja, Alter. Dass das funktioniert, weiß ich. Oh, dammit, Alter. Aber ich finde es trotzdem geil. Hoch! Alter, ich burn unter Wasser, ey. Oh, macht irgendwie keinen Sinn, aber gut. Leute, wo ist denn... Alter, ihr müsst diese hässliche Burg aufklären. Ja, doch, ich mach es! Zu gehen. Was, Putin, fick dich, ich geh auf die Burg. Scheiße. Ja, ich hab ihn entdeckt, ich hab die Burg entdeckt. Oh, Alter. Ich hab's noch gemacht. Meine Fresse. So, und jetzt kannst du das... Ja. Rasputin ist weg, Alter. Rasputin ist tot. 5 Sterne und es ist nur fast schief gegangen. Nur fast. Alter. Du bist gestorben? Ja, ich bin gestorben, kurz vorm Ende. Alter, 481.000 Schaden. Ich habe nur 46.000 Schaden. Ja, du hast ja leider nur Gefriertorps. Und so gut wie alle Kills habe ich dir weggenommen. Ja. Man könnte sagen, ich hätte eine Krake. Also da warst du, glaube ich, mit dem Seelöwen besser dran. Oder sonstiges. Ja, war ich auch. Ah, solltest du verdammt vielleicht spielen. Aber ich finde das Unternehmen, abgesehen davon, dass einige U-Boote davon relativ scheiße sind, finde ich das Unternehmen recht cool als Event. Als Halloween-Event. Das ist es auf jeden Fall. Und jetzt 6 Cases Opening.
Moment, ich muss erstmal gucken, ob ich beim Arsenal noch durch Ressourcen irgendwelche Container kaufen kann, die ich dann auch noch öffnen kann. Na, schade. Ich kann ja auch nochmal gucken. Ich weiß nicht, ich meine, ich habe dir letztens verbraten. Die Ressourcen. Ich habe 3900 Ressourcen, Container, 4 Stück. Royal Navy, könnte ich da irgendwie Container... Royal Navy Container. Ja. 2300 Kohle habe ich, nö. Krieg nichts dafür. Aufnäher, nö. Container, nö. Nö. Schade. Egal. 6 Cases reichen mir auch. Ich habe nur 4. Okay. So, sag Bescheid, wenn du die erste öffnest. Habe ich schon. Okay. Ja, dann öffne ich einfach dreimal so. Ressourcen. Freaks, P750. Dreimal Ressourcen, also 1200 Kohle. Oh, 900 Kohle aus einer Kiste, weh. Dann Halloween-Tarnung. So, jetzt Halloween-Container. Nee, ist ein Twitch-Container, what the fuck? Dann wieder Kohle, 500 FreeXP und Juliet-Charlie-Tarnung. So, da. Was ist das? Hier dreimal Halloween tragen. Und ein Twitch-Container, what the fuck? Ja, habe ich mich auch gerade gewundert. 100.000 Credit-Punkte, finde ich geil. Ja, habe ich auch rausbekommen, finde ich auch geil. Schadensbegrenzungsteam 2 und Zulu. Nice. Warum ein Twitch-Container? Oh. Ghoul Benson. Okay. Warum? Benson spiele ich leider nicht. Warum ein Twitch-Container? Das frage ich mich gerade. Frage ich mich gerade selber. Ich könnte jetzt theoretischerweise eigentlich einen neuen Container holen. Aber habe ich denn irgendeine Sammlung oder so, die ich, wo ich wirklich Bock habe, die zu vervollständigen? Glaube ich nicht. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier schon mal von meiner Seite aus Ende. Bismarck-Sammlung ist voll. Vive la France, 3 Jahre World Warships, 2 Jahre World Warships. Ja, von meiner Seite aus ist es schon mal tschüss, bis nächstes Mal, haut rein und... Ja, tschüss, habe ich ja schon gesagt. Von meiner Seite auch. Tschüss.